Durch den persönlichen Einsatz und das Engagement der Mitarbeiter und Trainer konnte sich das BFI Niederösterreich zur größten Bildungseinrichtung im Land entwickeln. Dafür sagte BFI Niederösterreich am Mitarbeiterfest Danke. Es ist uns selbstverständlich eine Ehre, die Mitarbeiter einmal im Jahr zu einer großen Veranstaltung einzuladen und einmal Danke zu sagen, denn die Mitarbeiter sind unser größtes Kapital. Und nachdem es im Juni einen großen Wechsel auch im Vorstand und an der Spitze des BFI gegeben hat, haben wir gesagt, nehmen wir das als Anlass, einerseits um den Mitarbeitern Danke zu sagen und auf der anderen Seite auch einen entsprechenden Rahmen zu haben für jene, die jetzt in den letzten Jahren die Verantwortung für dieses Bildungsinstitut getragen haben. Herr Posselt, Gratulation auch von unserer Seite. Heute große Ehrung aus den Händen des Sozialministers. Wie geht man um mit dem Kommerzialortstitel? Als Gewerkschafter natürlich mit leichten Schleudertouren, aber ich habe durchaus Respekt davor, dass auch von der Arbeitnehmerseite, sprich Arbeiterkammer und ÖGB, Leistungen, die man gemeinsam mit vielen anderen erbringen durfte, Anerkennung finden. Und so betrachte ich diese Auszeichnung nicht als persönliche Adelung, sondern als Anerkennung der wertvollen und wichtigen Beiträge des BFI und aller anderen Einrichtungen in unserer Umgebung. Es bewegt sich etwas im BFI, das heißt 18.000 Kursteilnehmer pro Jahr, flächendeckend in Niederösterreich, wirklich von Amstetten bis Zwettl an 170 Standorten, 270 Kursräume. Wir bewegen etwas, aber wir bewegen es für die Menschen, für arbeitssuchende Menschen, aber auch für bildungsinteressierte Erwachsene. Das BFI ist aber in unseren ganzen Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogrammen nicht wegzudenken. In Niederösterreich ist die Nummer 1, in einigen anderen Bundesländern ist es ein bisschen aufgeteilter. Aber das BFI ist quasi, kann man sagen, sowohl in Wien als auch in Oberösterreich, aber auch in der Steiermark, ist überall da. Und das heißt, ohne BFI geht nichts. Und in Niederösterreich sind sie jetzt sehr, sehr stark, aber auch sehr gut und qualitativ sehr hochwertig. Wir haben ja eine Reihe von hochqualitativen Zentren, Sigmunds Herberg, Wiener Neustadt, Glocknitz, in Ternitz und an anderen Standorten, wo wir Facharbeiter Intensivausbildungen mit hohem Erfolg durchführen, aber auch hunderte Jugendliche, die wir jedes Jahr ausbilden, und viele von denen hätten die Chance in der Wirtschaft nicht. Es gibt ja auch eine gute Zusammenarbeit mit dem AMS, das heißt, hier funktioniert die Kooperation. Das AMS, dann auch das Land, weil es gibt ja auch etliche Projekte, wo das Land mitzahlt, und demzufolge bin ich da sehr, sehr zufrieden und weiß auch, dass um die Qualität der Fortbildung, die hier gemacht wird, oder um die Qualität der Qualifizierungsprogramme. Und darum bin ich da immer ganz entspannt, wenn ich da in Niederösterreich bin.